hier ist Grosin, willkommen zu meinem neuen Video. Ihr habt im Titel schon gesehen, es wird heute krass. Und zwar geht es heute um diese Schuhe hier. Leute, guckt euch mal an, wie hoch die sind. Und auf denen werde ich heute einen Tag lang laufen. Die sind, glaube ich, 17 cm hoch. Und ich weiß nicht, wie ich darauf den ganzen Tag laufen soll. Man kann die hier noch oben so schnüren. Und ich habe die leider eine Größe zu klein bestellt, weil es gab die nur noch in 38. Und ich hätte die lieber, also ich habe ja eigentlich Größe 38, aber dadurch, dass die halt so gehen, hätte ich lieber 39 bestellen sollen. Aber es gab halt keine 39 und das war doch ziemlich eng. Also ich hoffe, meine Füße werden den Tag heute überleben. Und ja, mit dem muss ich dann heute den ganzen Tag rumlaufen. Ich hoffe, ich bräuchte mir kein Bein. Das wäre echt krank. Ich gucke gleich, ob ich überhaupt da reinkomme. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich muss sagen, ich habe Angst. Ich zeige euch mal, was für Schuhe ich habe. Also ich habe Absatzschuhe, aber... Das sind die Schuhe, die ich getragen habe. Und das ist der höchste Absatz auch, den ich mitgetragen habe. Also Leute, das hier ist im Gegensatz zu den roten Schuhen ja überhaupt nichts. Also mal gucken, wie ich den Tag mit diesen Schuhen hier überleben werde. Aber bevor wir in diese Schuhe reingehen, beziehungsweise ich da reingehe, möchte ich euch noch zwei Sachen zeigen. Und zwar hat mich gerade ein Paket erreicht und die Sachen da drin werden wir jetzt uns zusammen angucken. So, da ist einmal dieser Pullover drin und ich weiß auch schon, welcher das ist. Ich wollte ihn eigentlich in einer anderen Farbe haben und ich habe ihn wirklich versucht, dreimal zu bestellen, aber der ist jedes Mal ausverkauft gewesen. So ein Pullover, der ist jetzt in braun. Und an den Ärmeln kann man hier so einen Schleifer ran machen und das sieht richtig süß aus. Und ich werde euch die Sachen auch in der Infobox verlinken. Und mit dem Rabattcode Chrissy bekommt 20% Rabatt auf alle Sachen. Dann habe ich mir eine Hose bestellt. Und zwar ist die mit so einem Bändchen und das ist mal etwas anderes. Sowas habe ich noch überhaupt nicht. Aber das sah auf dem Bild ganz cool aus. Dann kam noch das hier an. Das ist einfach so ein Top für den Sommer. Wisst ihr? So ohne Ärmel und so. Dann haben wir noch so einen Top. Und dann habe ich auch einen Gürtel bestellt. Und der hat so eine Schnalle. Finde ich mega schön. Ich hoffe, der passt um mich rum, weil ich habe einfach irgendeine Größe bestellt. Ach so, ja, nochmal so ein Basic-Top, weil davon kann man, glaube ich, nie genug haben. Und wir haben ja eh bald Sommer und ich freue mich so auf den Sommer. Schreibt mal gerne in die Kommentare, freut ihr euch auf den Sommer? So, und ich habe einmal die Hose an und dieses schwarze Basic-Top. Und Leute, diese Hose und das Top sind so bequem. Also ich bin echt begeistert. Voll schön. Ich verlinke euch alle Sachen in der Infobox, Leute. Schreibt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und dann würde ich auch schon sagen, fangen wir direkt an mit dem eigentlichen Video. Und dafür werde ich mich jetzt in diese Schuhe reinquetschen. So, ich habe mich jetzt auf den Boden gesetzt. Hier ist das Licht nicht ganz so gut. Ich hoffe, das stört euch nicht so. Und ich werde jetzt versuchen, mich in diese Schuhe reinzuquetschen. Die sehen echt klein aus. Und Leute, ich habe so Angst. Ich bin noch nie auf so hohen Schuhen gelaufen. Und ich hoffe, ich komme da jetzt halt überhaupt erst mal rein. Muss ich damit leben, Leute? Ich muss jetzt noch irgendwie in den anderen Schuh rein. Wie soll ich denn jetzt hier reinkommen? Muss ich doch wieder am Sitzen machen. Macht das nicht nach. Ihr wisst gar nicht, wie anstrengend das ist. Was habe ich nur gemacht? Übrigens habe ich diese Schuhe schon etwas länger und plane dieses Video auch schon etwas länger. Aber ich bin nicht dazu gekommen. Und das war auch, glaube ich, gut so. So, nur noch zumachen. Und dann schnell den Tag verbringen. Ich sitze hier gerade in der Hocke und ich wackel jetzt schon heftig. Oh mein Gott, Leute, 17 cm sind einfach viel zu viel. Oh mein Gott, Leute, ich stehe. Oh mein Gott, Leute, ich stehe. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Leute, ich habe gar kein Gleichgewicht auf diesen Schuhen, ne? Irgendwie eklig aus. Ich würde sagen, erste Schritte. Schön festhalten. Aber wie kann man sich sowas nur antun? Die sind ja nicht mal bequem oder so. Ich fühle mich auf einmal so groß. Kannst du schneller gehen? Ich kann nicht schneller gehen, sorry. Überhol mich doch. Oh mein Gott, Leute. Da war eine Kante. Ich fühle mich so groß. Ich passe hier bald nicht mehr durch den Türraum. Ich bin jetzt 17 cm größer als sonst. Aber das tut so weh, Leute. Tut euch das bitte nicht an. Leute, wer tut sich das bitte an? Also das ist echt gefährlich. Mach das nicht nach. Habe ich das nicht schön zusammengebunden? Tada! Mich so im Spiegel angucken. Ich sehe so groß aus. So, jetzt wieder zurück ins... Freund, ich sehe so groß aus. So, zurück ins Zimmer gehoppelt. Was auch immer ich hier gerade mache. Meine Füße spüre ich gleich schon, glaube ich, nicht mehr. Also
Das tut so weh, Leute. Tut euch das nicht an, bitte. Und macht es auch bitte auf gar keinen Fall nach. Ich hoffe, ich überlebe das. Und ich würde sagen, als erstes räume ich mein Zimmer auf. Das wird, glaube ich, jetzt 2 Stunden länger dauern mit diesen Schuhen. Aber ich würde sagen, let's go. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So Leute, wir sind jetzt in unserem Kleingarten und es war ziemlich, ziemlich schwer, mit diesen Schuhen hierher zu kommen. Ja, egal. Ich werde euch gleich zeigen, wie ich mit diesen Schuhen, die ich da gerade unten trage, Rasen mähen werde. Und das wird richtig lustig. Ich hoffe, ich bleibe nicht mit den Schuhen im Gras stecken, weil dann habe ich ein Problem. Und es wird, glaube ich, 10.000 Stunden länger dauern als ohne diese Schuhe. Ich habe ja auch mein Zimmer irgendwie voll lange aufgeräumt. Das hat so lange gedauert mit diesen Schuhen. So Leute, ich komme langsam voran. Ich muss hier echt aufpassen, dass ich nicht umknicke. Und hab ich... Mama, stell dich mal neben mich. Stell dich mal ein bisschen neben mich. Ein bisschen. Ich bin aber viel kleiner als Mama. Aber viel größer. Viel kleiner. Ich weiß auch nicht, was ich... Und wir haben gerade... Pass auf. Ja, ich pass auf. Wir haben gerade einen Vogel entdeckt, der sitzt in unserem Gewächshaus und hat dort ein Nest gebaut. Ich will ihn euch mal zeigen, aber nicht lange stören. Da oben. Und sitzt auf den Eiern. So, und jetzt werde ich mal versuchen, Rasen zu mähen. Bella hat da irgendwo einen Spielfreund gefunden. Ah. Gleich heult sie rum, weil sie einen Mückenstich hat. Mückenstich? Wespenstich. Und es geht los. Guckst du nach? Ich versinke! Leute! Ich versinke im Gras, ich bin stecken geblieben! Oh nein, das kann nicht gut werden. Das kann nicht gut gehen, meine ich. Oh nein. Okay, das kann wohl doch noch ein bisschen dauern, bis es losgeht. Go, Mama, go! Aha. Go! Go! Du wolltest das machen, nicht ich, also? Mit den Schuhen geht das nicht! Bella chillt ihr Leben! Was war das denn? Weiß ich auch nicht. Schade auch, der funktioniert nicht. Mann! Schade. Bitte, meine Füße sterben gleich. Ich muss mich hinsetzen. Bis ich ankomme, sind sie schon gestorben. Ich will jetzt für den Notfall Ersatzschuhe mit. Für den Notfall. Falls es irgendwann so schlimm sein sollte, dass ich meine Füße nicht mehr spüre und wirklich nicht mehr hier dran laufen soll und das Experiment abbrechen muss, habe ich Notfallschuhe mitgenommen. Na toll, es funktioniert doch. So Leute, wir sind mittlerweile wieder zu Hause und meine Füße sterben. Ich spüre sie einfach wirklich nicht mehr. Das tut so weh. Ich will hier einfach nur noch raus. Ich weiß nicht, ob ich 24 Stunden da drin überlebe. Wisst ihr, wie langsam man damit nur gehen kann? Das ist echt schlimm und es tut weh. Da hinten sind meine Absätze noch schwarz, weil ich ja vorhin im Gras stecken geblieben bin, in der Bächen. Ich bin froh, wenn ich die Dinger ausziehen kann und nie wieder tragen muss. Aber ich stehe jetzt nochmal auf. Leute, meine Füße tun so weh. Das ist halt jetzt Größe 38, was eigentlich hier passen sollte. Aber die sind halt extrem eng. Ich gehe jetzt schon den ganzen Tag auf Schuhen, die mir quasi zu klein sind. Und außerdem finde ich das irgendwie nicht mal mehr schön. Ich finde die zu hoch. Und außerdem bin ich schon ein paar Mal umgeknickt jetzt. Also jetzt nicht so doll, aber schon umgeknickt. Und es tat schon ein bisschen weh. Willst du auch solche Schuhe haben? Echt unbequem und unpraktisch. Schon wieder erwischst du mich auf der Couch. Ich frage schon sogar bei der Arbeit, ob ich hier zu tun habe. Ja, hast du nicht. Gerade hingesetzt, ey. Ab in die Küche gesprintet. Bin gleich aus dem Wohnzimmer. Ich habe Angst, dass ich umknicke. Ich bin heute fast im Garten umgeknickt, weil da so ein Stein auf dem Boden lag. Ich habe mich so erschrocken.
Jetzt traue ich mich nicht mehr wirklich schnell zu gehen. Alter, Leute, ich komme hier fast an der Decke an. Das ist krass. Eine ganz andere Perspektive, wenn ich so auf den Kühlschrank gucke. Ich will die Paprika haben. Und zurück ins Zimmer. Bällchen Platz machen. Aua. Nochmal ein bisschen frische Luft tanken. Ich darf hier nur nicht in die Rillen reintreten. Das wäre echt dumm. Die Sonne geht gerade unter. Und ich muss echt gucken, dass mich hier niemand sieht, weil das wäre echt peinlich. Leute, ich bin da gerade reingetreten. Obwohl ich versuche, dann nicht reinzutreten. Ich wurde eingesperrt. Lass mich rein! Lass mich rein! Bitte, meine Füße sterben, ich muss mich hinsetzen. Die lässt mich nicht rein, Angie, bitte. Leute, ich spüre meine Beine nicht mehr und ich bin gerade dabei, in mein Zimmer zu krabbeln. Ich krabbel jetzt. Ich krabbel ab jetzt. Das sind weh, die sind mir zu klein und dann noch so hoch und ich knick die ganze Zeit um. So, und ich sitze hier wieder auf dem Boden und Leute, ihr wisst gar nicht, wie oft diese Schnüre aufgegangen sind und wie oft ich das neu wickeln musste. Auf jeden Fall, ich habe gerade die ganze Zeit ein Video bearbeitet. Das ist jetzt auch schon fertig und auch hochgeladen. Ich werde gleich schlafen. Deswegen können wir jetzt endlich mal die Schuhe ausziehen. Meine Füße tun so unglaublich weh. Schuh 2. Hat echt weh getan und jetzt spüre ich sie einfach komplett gar nicht mehr. Dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.